Ich werde in die Politik gehen und schon bald werde ich über Tropico herrschen. Für Historiker kommen dagegen. Ich will nichts mehr über das Verwalten von Inseln und Bauten. Was für ein Höllenloch. Aber zumindest gehört es mir. Santa Clara ist typisch für die karibischen Inseln. Hübsch anzusehen, aber bitterarm. Die Leute leben in Hütten und haben kaum etwas zu essen. Keine Bildung, kein Gesundheitswesen und immens hohe Arbeitslosigkeit. Aber eines Tages wird Tropico eine Weltmacht sein. Wenn ich die Lage in Santa Clara verbessere, werden sie mich unterstützen und das Fundament für meine Pläne bilden. Mein Freund, kommen Sie gut zurecht auf Ihrer neuen Insel? Willkommen, Präsidente. Ich bin es, Penultimo, Ihr vertrauenswürdiger Berater. Tropico News Today und ich bin Penultimo. Ich präsentiere Ihnen politisch korrekte Nachrichten, objektiv und amüsant. Bleiben Sie dran und erfahren Sie die Wahrheit, freigegeben durch El Presidente. Ajá. No me interesa. Gut gemacht, Presidente. Die Farmen sind fertig und werden bald die Bürger ernähren.
Präsidente, ich heiße Antonio Lopez und bin Lobbyist für die Fraktion der Kapitalisten. Tropico ist gerade fast pleite. Was sagen Sie dazu, Penultimo? Der Ex-Präsident ist schuld. Er war einfach zu verschwenderisch. Präsidente, ich bin Pfarrer Esteban und spreche für die gläubigen Bürger dieser Insel. Präsidente, ich bin Pfarrer Esteban und spreche für die gläubigen Bürger dieser Insel. Thank you.
Tropicos Beziehungen zum Mittleren Osten haben einen neuen Tiefstand erreicht. Solange der obere und untere Osten auf unserer Seite ist, geht das in Ordnung. Ja. Eine Weile werden wir wohl keine Kamele mehr erhalten. Kamele? Wo? Mir geht's nicht gut, Präsidente. Schon wieder kein Geld mehr? Wie geht das? Tropicos Beziehungen zu Europa haben einen neuen Tiefstand erreicht. Vielleicht sollten wir dem König und der Königin von Europa ein großzügiges Geschenk machen. Haben unsere Diplomaten versucht. Die Europäische Post hat es zurückgeschickt. Diese verdammten Spione. Die Staatskasse ist wieder leer, mein Freund.
Werter Präsidente, wissen Sie, dass Ihr Berater Penultimo nicht nur einen, sondern gleich 5 Rechtschreibfehler in seinem Namen hat? Tropico sollte endlich eine Oberschule erhalten. Präsident, wir brauchen Ärzte für das Gesundheitswesen der Insel. Präsident, ich heiße Antonio Lopez und bin Lobbyist. Es gibt mehrere Hütten neben einem ihrer Häuser. Die Anlage bietet gute Unterkünfte, aber die Leute aus der Umgebung können sich die Mieten nicht leisten. Präsidente, die Bevölkerung Santa Claras wächst stetig. Wir brauchen mehr Nahrungsmittelproduzenten. Liebe und Frieden, Präsidente. Diese Blumen sind für Sie. Und bitte hören Sie mich an. Botschafter Crane, unsere Zuhörer sind so gespannt auf Ihre nächste Antwort. Was ist Ihr Lieblingstier? Nun, Miss Flowers, als ich das erste Mal Ihre Insel besuchte, hat mich die Schönheit der Lamas überaus beeindruckt. Sie erinnern mich an meine Mutter. Oh, Lamas. Ich hasse Lamas. Sie sind schlecht erzogen und spucken. Genau wie Mama.
Es fehlt uns an Arbeitskräften auf dieser Insel. Aufgrund dieses Mangels sind einige Gebäude nicht ausgelastet.